Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zurück bei Street Fighter 6. So, wer die letzte Folge noch nicht gesehen hat, guckt da mal rein. Die ging zwar eine halbe Stunde, das wird heute nicht der Fall sein. Aber ich hatte das Problem, dass ich mich dort nicht mit der Capcom-ID anmelden konnte. Hat sich jetzt aber erledigt. Ihr müsst das Ganze halt nochmal neu registrieren, wenn es nicht funktioniert, über den QR-Code, der auch bei mir eingeblendet wurde. Na, also da einfach mal rein, wenn ihr da Schwierigkeiten habt, wenn ihr das Passwort nicht mehr wisst oder eure ID gar nicht existiert. Wir gehen wieder in den Fighting Ground. Ich habe mich gerade angemeldet und habe richtig ein paar schöne Kleinigkeiten sogar schon geschenkt gekriegt. Das war eigentlich ganz cool, ne? Weil Capcom natürlich jetzt auch Street Fighter feiert. So, wir gehen rein. Arcade-Modus. Auch in dieser Folge schauen wir uns wieder einen weiteren Charakter an. In diesem Fall würde ich sagen, gucken wir einfach mal bei... Wen suchen wir uns denn mal aus? Wir machen das jetzt mal ganz wild. Wie wäre es, wenn wir uns heute mal Blanka angucken? Ich gehe mal rein. Es kann natürlich sein, dass... Na, die Outfits können wir immer noch nicht changen, ne? Also da bin ich mal sehr gespannt drauf, wie das alles funktioniert. Achtet auch hier wieder drauf. Ihr seht das nämlich. Es wird leider nicht gespeichert. Der Steuerungstyp sollte bei euch zumindest, wenn ihr ja Veteran seid von Street Fighter, immer auf klassisch sein, ne? Modern, das ist nur für diejenigen unter euch, die noch nie mit einem Spiel großartig Erfahrung hatten in Sachen Street Fighter oder Kampfspiele. Na, wenn ihr jetzt, ja, so wie ich, schon seit der Kindheit Street Fighter irgendwie immer spielt, casual-mäßig wohlgemerkt, nehmt den klassischen Modus. Wir gehen wieder rauf auf 5 Stages und gucken mal, was der gute Jimmy so hat. Someone hasn't changed a bit. Perhaps we should pay this sprite a little visit. A sprite? I wonder if it's something like Doino Ikonoi. If it is, you're right. We should go check it out. Adventure Tour. It's me, King of the Jungle Black, the mysterious jungle sprite. I'll be waiting for you. Okay, wie ich es ja schon zuvor erwähnt hatte in einer der anderen Folgen, juhu, Blanka ist so ein bisschen veralbert worden jetzt leider. Na, das finde ich nicht so toll. Na, der gute Jimmy, aber nun gut. Das heißt ja nicht, dass trotz alledem sein Kampfstil immer noch der gleiche ist. Ne? Also mal gucken, was er hier noch kann. Und Elektro, muss ich mal gucken. Er musste irgendwie, glaube ich, eine der... Schlagtasten drücken? Jimmy? Wie war deine Elektro? Das ist sogar... Ah, die Stage ist so cool. Schaut euch das an. Das ist so eine Andeutung an die Street Fighter 2 Stage mit der riesen Anaconda. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Oh Gott. Ich bin noch so hohl. Ich gehe da auch noch voll rein. Jetzt muss ich erstmal mit Blanka, also mit Blanka, wie gesagt, Blanka ist eigentlich überhaupt nicht so mein Charakter. Aber ne, durch diese ganzen Sachen hier lernen wir das Ganze natürlich auch so ein bisschen. Ja, das ist schon cool. Da ist sogar hier so eine Fliegenfalle, ne? Also eine Pflanze, seht man da unten am Baumstamm. Also ja, ich soll mich aufs Kämpfen konzentrieren, ich weiß, Entschuldigung, aber ich bin einfach begeistert, wie auch hier die Optik eigentlich ist. Aber wo ist sein... Also früher war es so, dass ihr einfach nur, ich glaube, schlagen, mehrfach drücken musstet. Und dann hat Blanka, was wie auch immer ich das gemacht habe, seine Elektroattacken gemacht. Habe ich gerade mit irgendwas geworfen? What the fuck ist das denn? Da ist eine kleine Mini-Blanka-Figur. Haben die das rausgenommen? Da muss ich dann aber nochmal abseits natürlich der Folgen hier mal reinlinsen. Wie Blanka dann halt seine Attacken macht. Ah, ist echt ein bisschen zu albern geworden, oder? Weiß ich nicht. Ich bin immer auf der Hut. Wer im Dschungel nicht aufpasst, wird lebend gefressen. Okay. Als nächstes sehen wir das erste Mal überhaupt, also ich sehe das erste Mal überhaupt DJ. Auch cool. Aber auch gleich hier wieder auf der Stage, okay. Kann sein, dass uns DJ jetzt erstmal herrlich zerstören wird.
Oder auch nicht. Ach, ich hätte ja... Das wäre ein Perfect gewesen, aber gut. Okay, Blanka. Okay, Blanka. Also die Elektroattacken, wie gesagt, ne? Oh shit, ich bin mit dem Block beinahe offen gewesen. Das ist natürlich jetzt erstmal so eine Sache. Okay, den Biss hat er auch noch, das ist ganz normal, das ist cool. Ah, gut. Okay. Kann man sich auf jeden Fall mit einspielen. Denke ich mal. Übrigens, alles, was ihr hier seht, das ist mein allererster Eindruck von den Charakteren. Ich habe die vorher noch nie gespielt in Street Fighter 6, ne? Willst du mich singen hören? Und wir kriegen wieder schöne Illustrationen. Leute, wir müssen wieder den Truck zerstören. Das wird jetzt in jeder Folge kommen. Na, mal gucken, wie das Ganze dann hier funktioniert. Und Blanka ist schon ganz, ja, der weiß nicht so recht, was er davon halten soll. Aber gucken wir mal. Oha, er ist natürlich... Na, wie soll ich das denn mit Blanka machen? Ach du Schande. Am besten immer mit Kopfnüssen und allen drum und dran einfach raufhauen. Egal was, macht ihn einfach kaputt. Ihr müsst ihn ja nur irgendwie in der Zeit platt kriegen. Das Krasse ist, die 13, also 13 Sekunden ist, glaube ich, dann so gesehen nochmal mit einer Extrazahl an Punkten irgendwie, glaube ich, vergeben, meine ich. Wir schaffen es mit Blanka nicht. Er ist mir aber auch zu langsam. Egal. 12.800 Punkte insgesamt. Ist jetzt erstmal für die Wertung egal. So, next up ist Honda. Juhu! Oh, Blanka. Ja, sieht schon cool aus. Sieht schon sehr cool aus. Gleich erstmal einen fetten Counter reingehauen. Blanka, Blanka. Honda wollte mich gerade auch werfen. Oha, oha. Okay, auch Honda hat seine Attacken. Werden wir natürlich auch in einer der nächsten Folgen sehen. Sehr cool. Wie auch immer ich das gemacht habe. Passt schon. Was ist das mit diesem kleinen Männekicken da? Da komme ich ja gar nicht drauf klar. Ob man das noch explodieren lassen kann? Oh, ich habe so viel Zeit im Trainingsmodus. Alter, habe ich ihn aber. Da habe ich ihn aber. Da wird so der Anaconda da oben wild. Okay, es ist cool. Ah, wir starten den Kampf genauso wie eben. Was du kannst, kann ich auch. Ich beiß dich, Honda. Ich beiß dich. Hm, nach der Attacke könnt ihr nicht gleich sofort eine weitere Attacke machen, habe ich gesehen. Weil Blanka da so einen kleinen Move halt macht. Ne? Habt ihr das mitgekriegt? Also wenn ihr eher diese Elektroattacke macht, kann man leider keine Combo, glaube ich, raushauen. Dann muss ich da nochmal gucken. Ich habe kein Interesse an Sumo. Mutter Natur hat keinen Ring. Ich habe viel zu viel Spaß bei dem Spiel. Ich merke das schon. So, das ist jetzt aber Lucy, ne? Ich verwechsel Lucy und Kimberly nämlich immer tatsächlich. Hiya, I'm Lily. Hi, I'm Blanka. I mean Blanka-chan, the mysterious jungle sprite. Do you wanna shake hands? You're funny, Blanka. My spirit says it wants to see more too. Okay.
Okay. Lily ist wohl sehr interessiert dran, wer oder was Blanka ist. Lily, die wird auch cool. Ich glaube, das wird richtig cool, mit der zu spielen. Habt ihr eine Ahnung, wie diese Art von Waffe heißt, die sie benutzt? Oh, sie ist schnell, Leute. Sie ist richtig schnell. Alter, ist die schnell. Da habe ich ja gar keine Chance. Ne, die kriege ich nicht platt. Die ist richtig fix. Krass, okay. Wie gesagt, ich habe das, glaube ich, auch schon in der letzten Folge gesagt. Die interessiert mich auch, was den Kampfstil und alles anbelangt. Alter, hat die was von T-Hawk? Die hat gerade eine T-Hawk-Attacke gemacht. Leute, ihr werdet wahrscheinlich jetzt doch eine längere Folge sehen, denn ich denke mal, ich werde hier ein bisschen Struggle haben. Ich musste natürlich auch... Junge, ist die schnell. Mit Blanka natürlich als erstes spielen. Ich krieg die nicht. Ich komme mit Blanka überhaupt nicht klar. Ach du Scheiße. Okay. Der Respekt für Blanka hat die erfolgreiche Menge was nicht erreicht. Du hast den Titel erhalten, Hemdlos im Winter. Was? Okay. Wir geben doch noch nicht auf. Nur weil ich mich jetzt etwas negativ angehört habe, heißt es doch nicht, dass wir aufgeben, Blanka. Wir müssen klarkommen. Na, wie gesagt, Ersteindruck von jedem Charakter. Da muss das Ganze erstmal ein bisschen eingespielt werden. Also, sie ist super schnell. Mit ihren Windattacken. Müssen wir mal ein bisschen mehr auf Defense gehen und erstmal gucken, dass wir vielleicht nicht gleich sofort reingehen. Ach, und ich gehe voll aus dem Block. Jetzt hatte ich gerade die Elektroattacke. Wie auch immer ich das gemacht habe. Oh, und sie grappelt mich. Okay, so geht's auch. Da liegt sie nieder. Okay. Ah ja, genau. Man kann also tatsächlich nicht danach... Oh... In den Hintern. Ja, ich muss aufpassen wegen dem Block. Sie kriegt mich, Leute. Sie kriegt mich. Ich war gerade dizzy. Blanka! Boah! Okay, ich hab sie, die ist schnell, die Kleine. Uiuiui, okay, das wird interessant. Das wird richtig interessant. Es gibt viele Stimmen im Dschungel. Der Wind, das Wasser und die Bäume flüstern immer. I'm sorry, I'm not really a jungle sprite. But so many dreams would be crushed if people found out. What are you apologizing for? It makes no difference whether you're wearing that thing or not. The spirit of the jungle is with you right now. It is? Yep, it is. The power of all the trees and animals here, you have it inside of you. That's the sprite you're talking about, right? That's right. I'd forgotten. The power of the jungle is real. That means Blanka-chan is real too. And I'm Blanka, king of the jungle. And I'm real too. Okay, gut. Wir haben einen Titel erhalten.
Angehende was? Ah, ich kann schon nicht so schnell lesen. Jetzt kriegen wir wahrscheinlich wieder neue Illustrationen. Ich bin mal gespannt, was wir freigespielt haben. Thanks for playing. You're welcome, natürlich. Ich freue mich immer drauf, das Game zu spielen. Congratulations. So, da ist unser erstes. Das ist Manon. Ein Special Artwork von Shuu Tajima. Dann von Blanka ein Artwork. Okay. Von Tsunogai. Oh, das ist Street Fighter 5 Ken. Cool. Street Fighter Legacy Street Fighter 5. Aha, okay. Ja, cool. Das erinnert mich an die kleinen Capcom Fighters. Ah, ich habe gerade vergessen, wie die hießen. Das war auch ganz lustig. Von Ikeno. Oh ja, hier wieder Street Fighter Alpha Style. Auch sehr nice. Shinkiro hat das gemacht. Oh, Cammy. Das ist noch ein klassisches Cammy-Design. Da ist sie noch bei Shadaloo. Sehr, sehr cool. Es sind schon coole Artworks, definitiv. Von Daichan. Und das war's. Okay, Leute. Nicht schlecht, bin ich ganz ehrlich zu euch. Ich muss mich mit Blanka ein bisschen einspielen. Das werde ich aber dann auch nochmal in den ganzen Trainingsmodi machen. Wie gesagt, außerhalb der ganzen Let's Plays. Ja, aber jetzt habt ihr mal einen kleinen Einblick gehabt, wie ich schon mal das erste Mal gestruggelt habe mit einem weiteren Charakter. Wir werden das Ganze in den nächsten Folgen natürlich noch weitermachen, bis wir alle Charaktere durch haben. Und dann gehen wir in den World-Modus rein. Aber für diese heutige Folge soll es das dann auch schon wieder gewesen sein, liebe Leute. Also, danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne ein Däumchen nach oben. Eure Meinungen und Kommentare zu Street Fighter 6 gerne unten in die Kommentarfunktion rein. Und ich würde sagen, wenn ihr möchtet, sehen wir uns dann wie immer im nächsten Video wieder. Also, macht's gut. Bis denne dann und natürlich reingehauen.